Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idol Champions of the Forgotten Realms. Es gibt mehr oder minder zwei neue Dinge. Das wirklich Wesentliche ist natürlich das neue Event. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Dragondown, das war der Name. Dragondown Event ist ins vierte Jahr gestartet, gestern Abend. Und da gibt es natürlich einen neuen Champion, den gucken wir uns gleich an. Außerdem gab es vergangene Woche Mittwoch schon in Icewind Dale neue Variants, beziehungsweise neue Adventures und neue Variants, nämlich einmal Ending the Rhyme, beziehungsweise Ending the Rhyme Part 1 und Ending the Rhyme Part 2 mit jeweils einem Variant dazu. Was es in Icewind Dale noch nicht dazu gab, auch wenn wir jetzt schon Ending the Rhyme haben, also quasi wie sage ich das? Also die Story geht quasi zum Ende, also wobei vielleicht nicht die ganze Story, aber ein Teil der Geschichte zumindest in dieser Kampagne geht zu Ende. Und was wir noch nicht haben, was wir in dieser Kampagne vermutlich auch niemals kriegen werden, sind Tier 2 Blessings. Ach so. Ja, ja, egal. Das Rhyme ist fett. Der Rhyme ist fett. Wenn nicht, also ich tendiere eher zu einem halben Jahr. Ich weiß es nicht genau, aber könnten wir vielleicht langsam mal Tier 2 Blessings haben? Also nicht, dass sie dringend nötig wären, aber ich meine, jede andere Kampagne hat Tier 3 mindestens, wenn nicht sogar Tier 4 Blessings. Also, können wir mindestens T2 haben? Das wäre toll. Das wäre toll. Aber ja, ansonsten, der Rhyme ist fett. Also, neun Adventures, neun Variants, gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Sind halt neue Variants. Halt nicht wahnsinnig spektakulär. Zum Teil mit Patrons noch nicht schaffbar. Auch das ist jetzt nichts spektakulär Neues. Das ist eigentlich jedes Mal so. Stattdessen warpen wir mal gerade eine Runde Tokens. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn? So 6000 oder so? 7500? Jetzt gleich mal gucken. Ich glaube 8500 sind es total, aber das reicht erstmal tatsächlich. Und wir gehen mal rüber ins Event. Beenden das Freeplay hier mal. Und machen mal von, ich bin mir nicht 100% sicher, wie man sie ausspricht. Meine Vermutung wäre jetzt Selyse oder Selyse, eins von beiden. Selyse, ich werde sie einfach so nennen, in der Hoffnung, dass das ansatzweise richtig ist. Ich habe von ihr die Variants noch nicht gemacht, das ist das Einzige, was ich im Event noch machen muss, also wirklich die drei Sachen. Und die gehen wir tatsächlich mal an. Und ja, das ist Getting to Know Selyse. Dazu kommen wir gleich. Das werde ich tatsächlich nicht in den Variants machen. Ich werde tatsächlich mal nicht Stück für Stück die Skills durchgehen. Ich starte hier gerade schon mal rein, damit hier irgendwas passiert. Ich werde jetzt nicht Stück für Stück die Skills durchgehen. Und das hier alles irgendwie, zumindest nicht beim Champion selbst, und das alles vorlesen. Sondern ich habe Notizen gemacht. Tatsächlich wäre so ein großes Blatt gar nicht nötig gewesen. Aber ich habe Notizen gemacht, weil, boy, die Frau ist komplex. Also, uff. So, was sind denn hier überhaupt die Einschränkungen? Selyse ist in der Formation, kann nicht removed werden, das ist okay. Wo steht die denn? In der Tankline, vermute ich mal. Selyse starts in the formation. Nein, tut sie nicht. She cannot be moved or removed. Also, Fun Fact, sie ist halt in Slot 12. Und da haben wir aber gerade Melf drin. Okay, also ist das Objective schon mal buggy. Cool. Gut, dann schlage ich vor, macht das, solange das noch nicht gefixt ist und solange ihr noch Melf nutzen könnt und ein bisschen mehr Speed habt. Gute Sache. Crawling Claws appear in each area. Die, also diese kleinen Hände da, die machen mehr Schaden, das ist völlig egal. Ah, wenn die von irgendwem anderen
Also wenn die Hände von irgendwem anderen als Celise getötet werden, respawnen die sofort. Okay, also bringt uns Shandy quasi gar nichts, weil wir permanent under attack sind. Quasi. Und die zählen nicht zum Quest Progress. Angeblich soll Celise's Last Resorts dafür recht gut sein. Gucken wir mal. Probieren wir gleich mal aus. Wenn ich ein bisschen was zu Celise erklären will, sollten wir. Wir nehmen vor The Lulz einfach mal Celise rein und Melf raus. Nicht, dass wir sie leveln könnten. Man kennt diese Grundmechanik, die sie hat, vielleicht schon so ein bisschen von Havila. Und zwar hat Celise 4 verschiedene Stances. Also, ja, wie besetzt man das am sinnvollsten? Also, ich möchte es nicht mit Stellungen übersetzen. Das war das Falsche. Gib mir doch gerade mal ein Dictionary. Das machen wir gleich. Haltung. Haltung ist durchaus was Sinnvolles. Also sie kann 4 verschiedene Haltungen einnehmen. So, diese Haltung wechseln wir durch mit ihrer Ulti. So, also sie ist im Moment gerade, das erkennt man an dem Schwert bei ihr, im Aggressive Stance. Danach kommt Wall Stance, danach kommt Deflective Stance. Erkennt man an dem Schild. Und das kann eben alle 4 Sekunden gewechselt werden. Und dann kommt Last Resort, das ist dieser Blitz. Ich würde hier einen Song einspielen, aber Copyright und so und kein Bock, mich mit Claims auseinanderzusetzen. Wobei, vielleicht mache ich es doch. ich monetarisiere den Scheiß eh nicht, also who fucking cares. Der Punkt ist, ihre restlichen Fähigkeiten oder das, was sie sonst so macht, ist halt abhängig davon, in welcher Haltung sie gerade ist. Beziehungsweise in welcher Haltung sie gerade nicht ist. Und sie hat halt so einen Main-Buff, der wird aber halt auch noch verändert, je nachdem, in welcher Haltung sie gerade einnimmt. Zudem macht ihre Ulti noch was Besonderes, wenn man von Last Resort auf Aggressive wechselt, aber nur da, bei den anderen Wechseln nicht. Und ihre Specializations zielen oder sind zum größten Teil auch abhängig von der Haltung, in der sie gerade ist. Das heißt, es ist einfach unfassbar umständlich. Und ich muss sagen, ich habe sie jetzt einigermaßen gereiht, nachdem ich mir halt wirklich alles durchgelesen habe und mal rausgeschrieben habe, nach den einzelnen Stances, nach den einzelnen Haltungen tatsächlich, was wo passiert. Dann ist es nämlich plötzlich gar nicht mehr so kompliziert. Aber das irgendwie im Spiel einfach mal durchzulesen und im Kopf zu behalten, ist halt fucking unmöglich. Für mich zumindest. Also es ich finde es ein furchtbares Design. Also es mag am Ende gut funktionieren. Sie mag ein guter Champion sein, das kann ich noch nicht genau beurteilen. Mit dem Gear, das sie im Moment hat, definitiv nicht. Aber, boah, ist das umständlich gemacht. Nun gut, fangen wir an. Also sie hat, wie gesagt, diese 4 Haltungen. Die erste davon ist die Aggressive Stance. Ich glaube, ich lasse das Pronomen einfach weg und oder den Artikel einfach weg und nenne es einfach, das erste davon ist Aggressive Stance, beziehungsweise wir sollten erstmal auf ihren Hauptbuff eingehen. Ihr Hauptbuff nennt sich Divine Sense und bufft um einen gewissen Wert. Bei mir mit Ankommen und Rare Equipment, also das Equipment ist so lala im Moment, ich habe aber auch noch keine Gold Chests aufgemacht, bufft sie mit dem Equipment, was ich gerade habe, die beiden Reihen hinter ihr, also quasi diese hier und diese hier gerade, um circa 3000%. Also die Champions, die in den Reihen sind, kriegen einen 3000% Schadensbuff. Das auf jeden Fall, egal welche Haltung sie gerade hat. Das passiert definitiv. Das ist aber auch wichtig zu wissen, dass sich das auf diese 2 Reihen bezieht.
weil auch das verändert sich je nach Stance und Spec. Ist halt furchtbar. Aber ja, in der Aggressive Stance greifen die Champions, die von Divine Sense getroffen werden, also in den beiden Reihen hinter ihr, schneller an. Das heißt, deren Base Attack Cooldown wird um eine halbe Sekunde reduziert. Also wenn die, keine Ahnung, normalerweise jede 5 Sekunden angreifen würden, greifen sie jetzt alle 4,5 Sekunden an. So. Zudem, wenn sie in Aggressive Stance ist, macht sie bei jeder vierten Attacke, also wenn sie angreift, bei jedem vierten Mal, statt zum Sprung in die Menge rein, wie wir es hier gerade schon sehen, wenn sie angreift, einen Shield-Toss. Das heißt, sie macht so den Captain America-Move und wirft so ihren Schild, der fliegt so im Bogen. Ja, also sie zielt auf den am weitesten entfernten Gegner, der Schild fliegt zum Bogen, kommt zu ihr zurück. Und jeder Gegner, der davon getroffen wird, wird für 2 Sekunden gestunt. Außerdem wird der Buff von Divine Sense verbessert um einen gewissen Prozentwert für jeden Gegner, den sie mit ihrem Schild trifft. Also je mehr Gegner sie trifft, desto stärker wird der Buff eben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das additiv oder multiplikativ, das stackt additiv, okay. Also ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, da möglichst viele zu treffen, also es macht nicht so einen Riesenunterschied, aber der Buff wird halt stärker. So, dazu kommt, das ist auch schon wieder so, wenn sie in irgendeiner anderen Stance ist, also nicht in Aggressive Stance, dann wird Divine Sense, also ihr Hauptbuff, nochmal verstärkt für jedes Monster, das sie angreift. Also für jedes Monster, das Celeste angreift, werden die beiden Reihen hinter ihr nochmal zusätzlich gebufft, solange sie halt nicht in Aggressive Stance ist. Spätestens jetzt sollte, glaube ich, inzwischen klar sein, nicht, dass ich es hier schon irgendwie kurz aufgezeigt hätte, aber ich habe es noch nicht gesagt. Sie ist halt ein Tank hauptsächlich und man möchte sie schon nach ganz vorne stellen. Das ist vielleicht so die wichtigste Info, die man erstmal haben möchte. Aber sie sollte auf jeden Fall in der vordersten Reihe stehen. So. Damit haben wir die eine Haltung abgefrühstückt. So, das zweite ist die sogenannte Wall Stance. Und das ist relativ schlicht. Das besagt nämlich einfach, dass die Tankline 25% weniger Schaden nimmt. Das trifft sie selbst, denke ich mal, auch. Weiß ich halt nicht. Also der Text ist, Champions in the same column take 25% less damage. Also wenn sie in einer Wall Stance ist, ich weiß halt nicht, ob sie selbst das trifft oder nicht. Achso, das könnten wir eigentlich ganz easy nachgucken. Also dazu müssten wir sie einmal in Wall Stance packen. Komm schon. Nee, die wollte ich nicht. So, jetzt ist hier ein Wall Stance zu erkennen in diesem kleinen Bogen. Ich hätte mir mal aufschreiben sollen, wie das Ding heißt. Ist das Thunderous Smite? Nein, ist es nicht. Dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, wir müssten erstmal die Spec machen. Okay, dann überprüfen wir das gleich. Oder ich gucke gerade nochmal. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich erst. Oder ist das hier mit drin? Ah, hier ist das. Das kommt tatsächlich von Divine Sense nochmal an sich. Das heißt, die Frage ist jetzt: Ist hier Incoming Divine Sense mit beim. Nein. Okay, also in Wall Stance, dass die Tankline 25% weniger Schaden nimmt, trifft sie selbst nicht. Das gilt nur für andere Tanks oder andere Champions, die auch in der vordersten Reihe stehen. Das heißt, Wall Stance möchte man eigentlich nur haben, wenn man mindestens 2 Slots in der Tankline hat. Oder so wie hier 3. Sonst macht es halt relativ wenig Sinn. Dazu kann man noch eine Spec auswählen, die Wall Stance nochmal verbessert. Dann kann Celeste nämlich nicht gestunt werden, wenn sie in Wall Stance ist. Und dazu wird jedes Monster, was versucht, sie zu stunnen, im Gegenzug 4 Sekunden lang gestunnt. Und 4 Sekunden ist schon ganz schön ordentlich.
Aber ja, also es ist quasi, ja, immune to stun, könnte man sagen. Oder so stun reflect, würde ich das, glaube ich, am ehesten nennen. Dann gibt es als nächstes die Deflective Stance. Und das ist auch relativ simpel eigentlich. Da werden nämlich, habe ich es gerade Reflective oder Deflective genannt? Das ist auf jeden Fall Deflective. Also sämtliche Champions, also in den beiden Reihen hinter ihr, die von Divine Sense getroffen werden, eben, die kriegen 25% weniger Schaden von Ranged und Magical Attacks. Also das Einzige, was die sowieso treffen würde, weil Melee Attacks gehen halt an die Tankline, von daher. Also quasi die beiden Reihen hinter ihr nehmen 25% weniger Schaden von Ranged und Magic. Dazu kann man noch auswählen, mit einer Spec, also mit einer Specialization, Spezialisierung, wenn wir es deutsch halten wollen, dass Zelise quasi, wir gehen nochmal gerade rüber auf die Deflective Stance, dass sie Ranged und Magic Attacks, die sie treffen würden, reflektieren kann quasi. Also die Projektile an die Monster zurückschickt. Und der Schaden, den das verursacht, ist das Sechsfache vom Base Ultimate Damage. Also beziehungsweise 6 Sekunden Wert vom Base Ultimate Damage. Also letztendlich das Sechsfache. Das ist ganz schön ordentlich. Das funktioniert aber nicht permanent, sondern das braucht Stacks. Und Stacks bekommt das Ganze nur, also jeweils ein Stack, wenn Celise in der Deflective Stance ist und angreift. Also wenn sie jetzt in dieser Stance ist und angreift, kriegt sie halt einen Stack dafür. Und sobald sie halt ein Projektil reflektiert, ist halt ein Stack wieder weg. Das heißt, das kann man nicht unendlich machen. Und was hat sie für eine Attack Speed? 6 Sekunden Cooldown ist jetzt halt auch nicht so schnell. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Also das ist so prinzipiell nice für so Highest Area pushen, wo viele Ranged Gegner sind, ist das gut. Ansonsten finde ich das eher so meh, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gibt's als letztes noch Last Resort. Cut my life into pieces. This is my last resort. Wert um 15. Das heißt, sie hat eigentlich einen Overwhelm-Wert von 15 und der springt, wenn wir jetzt auf Last Resort rübergehen, auf 30. Das heißt, um overwhelmed zu werden, muss sie schon mindestens von 30 statt von 15 Monstern angegriffen werden. Abgesehen davon gibt es auch hier natürlich noch eine Specialization, die wir nutzen können. Und zwar würde das Last Resort insofern verbessern, dass sie weniger Schaden nimmt, je niedriger ihre Hitpoints sind. Das beginnt, sobald sie unter 80% ihrer Hitpoints fällt. Also da fängt dieser zusätzliche Buff, wie auch immer man das nennen will, zu wirken, also fängt das an zu wirken. Also letztendlich, je weniger Hitpoints sie hat, desto weniger Schaden nimmt sie. Das wäre so die Möglichkeit. Das ist, wenn man sie so halt massiv als Tank einsetzen will und halt wirklich weit pushen will, dann ist das, glaube ich, eher so der Way to go. Da ist Last Resort eher so die Sache. Abgesehen davon gibt es noch eine zweite Specialization-Möglichkeit. Ja, wir können jetzt die erste Specialization gerade mal nehmen. Das sind so die Sachen, die ich erklärt habe. Hier ist eben dieses Stun Reflect, wenn man es so nennen möchte. Hier ist das Projektil Reflect. Und hier ist das weniger Schaden, desto weniger Hitpoints sie hat. Da wir gerade in Last Resort sind, nehme ich einfach mal das. Völlig egal. Sie hat noch eine zweite Specialization, die jetzt kommt. Da können wir einmal das hier neu nehmen. Das besagt quasi, wenn mit ihrer Ulti von Last Resort auf Aggressive gewechselt wird und nur dann, nicht beim Wechsel von anderen, sondern nur beim Wechsel von Last Resort auf Aggressive, dann greift sie einen Gegner an für den Base Ultimate Damage, glaube ich, vielleicht sogar für noch ein bisschen mehr. Also greift sie einen Gegner an und zusätzlich noch 5 Gegner, die
ziehen. Fünf Gegner, die Hookabar hören. Und zusätzlich mit irgendeinem, ich weiß nicht, Kettenblitz, Kettenattacke, irgendwie sowas. Noch bis zu fünf Gegner, die in der Nähe sind. Also nicht auf dem Screen, aber wenn die Gegner so in einem Pulk sind, trifft sie halt bis zu fünf weitere Gegner. Das geht allerdings nur alle 3 Minuten, weil man eben diese Stance, das hat halt einen relativ geringen Cooldown, eben nur 5 Sekunden Cooldown, könnte man das halt an sich relativ häufig spammen, also alle 20 Sekunden quasi. Um das zu vermeiden, hat eben diese Geschichte nochmal einen extra Cooldown von 3 Minuten. Könnte man halt wählen. Nein, das never mind. Ich erzähle Unfug, das ist gar nicht diese Specialization. Diese Specialization sagt einfach, dass der Divine Sense Buff von 2 Reihen hinter ihr auf 3 Reihen hinter ihr erweitert wird. So. Und die ganze Geschichte eben, die ich erzählt habe, mit dem Switch von Last Resort auf Aggressive, das funktioniert immer. Das ist vollkommen egal, welche Specialization man nimmt. Aber ja, hier hat man quasi die Möglichkeit, entweder Divine Sense zu erweitern, um eine weitere Reihe nach hinten, oder eine von den beiden Specializations zu nehmen, die man beim ersten Mal nicht genommen hat. Also die beiden, erkennt man vielleicht schon wieder, hatten wir auch als Wahlmöglichkeit beim ersten Mal, bei der ersten Specialization, haben wir nicht genommen. Und dann kann man sich jetzt entscheiden, na, will ich den Buff lieber auf 3 Reihen ausweiten, ist eigentlich nur sinnvoll, wenn der Main DPS relativ weit hinten steht, was selten der Fall ist. Von daher nimmt man vermutlich eher, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich noch Relentless Avenger mit dazu nehmen. Einfach, wenn sie dann doch ernsthaft tanken soll, dass man Gegner noch stunnen kann, also gerade Bossgegner stunnen kann, das ist halt schon ganz nett. Das würde ich halt noch mit dazu nehmen. So, und hier können wir gerade mal ihre Ulti angucken. Ah, okay, da hält sie dann nur das Schwert in die Luft und schießt einmal so und da geht dann halt noch so ein kleiner Kettenblitz vom Gegner aus weg. Okay, I see. Und dann müssten wir jetzt theoretisch wieder zurück in unsere Last Resort Stand, wenn wir hier irgendwann fertig werden wollen. Ah, ja. So, das ist Silice. Habt ihr alles verstanden und euch alles gemerkt? Super easy, oder? Richtig entspannt. Jetzt wisst ihr, warum ich mir das Ganze aufgeschrieben habe. Und ich habe es trotzdem noch verpeilt, trotz Notizen. Aber ja, das ist so das, was sie macht. Und es ist so, ich werde das morgen alles vergessen haben. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es einmal im Video erzählt. Ich werde es morgen trotzdem alles vergessen haben. Und es ist einfach so, niemand, der nicht ernsthaft ultra motiviert ist, sämtliche Sachen in diesem Spiel auswendig zu lernen, wird sich das halt einfach niemals merken. Also so, boah, hätte man das nicht einfacher machen können? Ich finde die Grundidee dahinter, irgendwie Sachen mit der Stance zu wechseln, ganz okay. Aber warum muss ich das noch irgendwie ineinander verschachteln und Spec hier und Spec da und weiß ich nicht. Prinzipiell ist es gar nicht so kompliziert. Es ist halt so. Ich weiß nicht. Weniger hätte auch gereicht. Manchmal ist weniger, finde ich. Naja, egal, ihr kennt den Spruch. Nur ja. Zudem hat sie natürlich noch Feeds, die diverse Sachen verbessern. Nämlich unter anderem ihren Divine Sense Buff. Vow of Vengeance. Ist, jetzt muss ich selber nachgucken. War of Vengeance. Ah ja, das ist die Geschichte, dass Divine Sense verbessert wird für jeden Gegner, der Silice angreift, während sie nicht in Aggressive Stance ist. Also das könnte man mit einem Feed verbessern. Sie hat super viele Feeds. Ja, prinzipiell kann man alles mit einem Feed verbessern. Also so ungefähr sämtliche Sachen, die ich gerade genannt habe, lassen sich alle mit einem Feed verbessern. Ist auch so, okay, was ist jetzt nochmal was? Aber apropos Feed, ich habe noch keine normalen Goldkisten aufgemacht. 3 Feeds aus Kisten hat sie, gucken wir mal. Das sind zumindest schon mal 2.
Ich müsste ein paar Gems haben, oder? Ja, komm, Gönnung. Wie viele Kisten haben wir? 13. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal 37. Machen wir mal. Machen wir nochmal 50 Kisten auf. Ich kann eh ein paar Buff-Tränke gebrauchen, zumindest was Speed angeht. Und da ist das letzte Feed. Vielleicht hätten 13 Kisten auch gereicht. Weiß nicht. Dachte, ich gehe auf Nummer sicher und probiere es mit 50. Und so den Stuff kann ich halt schon gebrauchen im Moment. So, dann machen wir doch gerade das mal auf. Kein Shiny, schade. Ich habe bei ihr in der Collection, also ich habe schon einiges an Silver Chests aufgemacht und danach wie heißen die Dinger? Electrum Chests. Ich habe bei ihr leider zwei Lücken in der Collection. Einkommen, dann ankommen. Wir haben aber, also ich habe noch ein paar Freeplays gefarmt. Wir haben noch 6 weitere Silver Chests für sie. Oh, wir haben zumindest das Ankommen gekriegt. Zumindest das Kommen gekriegt, was fehlte. Das Ankommen fehlt aber noch. Was ist denn? Der Ring ist das. Okay, der Ring fehlt noch, alles klar. Aber dann kann ich, die Stats unten sind übrigens nur so semi-aktuell, da muss ich gleich nochmal drüber. Aber dann können wir das schon mal anpassen. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal, achso, nö, machen wir eigentlich noch nicht. Wir machen erstmal die Variants fertig. Und dann machen wir halt alle Goldkisten von ihr auf, das sind dann nämlich einfach mal 10 Stück. Gute Sachen. Aber ich kann hier die Feeds schon mal aus meiner Liste rausstreichen. Dann können wir jetzt mal... Dann können wir jetzt mal die Stats aktualisieren. Das finde ich eigentlich ganz okay. Stats, wo sind sie? Hier. Wir sind dann zwangsläufig bei 82 von 82 Champions. Soll ich den Stat noch drin lassen? Ich weiß nicht. Lohnt das? Es sind insgesamt 289 von 290 Adventures. Ja, ich habe Might Makes Right. Ist es Might Makes Right? Ja. Noch immer nicht gemacht, obwohl ich das inzwischen wahrscheinlich könnte. Patron Percentages sollten halbwegs passen. 49 bei Myr, 42 bei Vajra. Ich habe Strat ein bisschen gepusht zwischenzeitlich. 54% da, damit ist Strat jetzt am weitesten tatsächlich. Und 38% bei Zeriel, das ist okay. An der HZE hat sich nichts getan, also an der Highest Zone Ever. Achievements bin ich jetzt bei 404 von 480. Oh, kann ich nicht einmal den richtigen Button treffen? 405 von 480, okay. 405 von 480, fehlen noch 75 Stück. Und dann kriegen wir auf jeden Fall noch welche. Irgendwie das Bin-Win-Special-Ding könnten wir halt easy mal machen. Wir kriegen auf jeden Fall noch das hier, wenn, also das eine auf jeden Fall noch, wenn wir alle Variants von Celeste abgeschlossen haben. Das wird halt super der Krampf. 1000 Gegner töten bei diesem Wechsel von Last Resort auf Aggressive Stance. Also da kannst du eigentlich einen Familiar auf ihre Ulti packen und sie dann einfach tanken lassen. Und halt Familias aus dem Feld nehmen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Aber uff, ist das anstrengend. Ja, schönes Farming-Ding. Kommen wir hier eigentlich langsam mal vorwärts. 175 ist halt ultra slow mit dem Ganzen. Ich frage mich langsam, ob mir Melf wieder mehr bringen würde. Aber für 25 Areas bringt es jetzt halt auch nicht mehr so viel. Das Entscheidende an Celeste ist, wie schon gesagt, dass sie halt in Slot 12 ist. Und schon allein deswegen einfach nicht viel Einsatz finden wird. Weil da ist halt Melf, den man nutzt, solange man den Main-DPS nicht braucht. Und wenn man den Main-DPS braucht, nimmt man Sorbu. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sie in Ashara-Formations einsetzt und sie bringt einen in manchen Variants bei Patrons ein ganzes Stück weiter, einfach weil sie eine Menge Stärke hat. Also das ist so der Vorteil. Mit 19 Stärke ist sie unter anderem in Might Makes Right verfügbar.
bei Patrons und da war in Slot 12 vorher gar keiner verfügbar. Also insofern, ich möchte sie jetzt nicht in Statstick nennen, aber ja, so in die Richtung. Also so für Patron-Variants, wo man Champions mit viel Stärke braucht, ist es halt ganz nett. In normalen Freeplays sehe ich sie ganz ehrlich nicht. Also so gar nicht. Sie ist halt echt nur so, okay, wir haben jetzt einen toten Slot weniger in manchen Variants. Dafür ist es halt ganz cool. Aber sonst, ich weiß ja nicht. Sie sollte bei... Ich bin mir gerade nicht sicher, sie ist... Moment, braucht Vashra Constitution oder Charisma? Ich kann es mir nie merken. Ich glaube Constitution, ne? Ja, okay. Also bei Vashra ist sie nicht verfügbar. Bei Myrt ist sie nicht verfügbar, weil sie neutral ist. Sie ist bei Strahd auf jeden Fall verfügbar, weil sie genug Intelligenz hat. Und was war nochmal die Einschränkung bei Zerial? Okay, Strength und Charisma, das hat sie auch auf jeden Fall. Also sie ist bei Strahd und Zerial verfügbar. Da ändert sich auch mit Feats tatsächlich nichts dran. Alright. So, sind wir hier jetzt bald endlich mal durch. Goodness. Wir können mal gerade gucken. Also das Ding ist halt nicht schwer, das ist halt einfach nur langsam. Was macht der Kram hier? Sie startet in der Formation, natürlich. Draußen regnet's, das ist schade. Increasing the speed and attack damage of enemies. Ja, okay, niemand interessiert das. Base attack cooldown is increased by um eine Sekunde und nur Champions mit Wisdom 13 oder mehr können verwendet werden. Tatsächlich können wir diesen erhöhten Attack cooldown ein bisschen umgehen. Also zumindest von einer Sekunde auf eine halbe Stunde, von einer Sekunde auf eine halbe Sekunde verringern, wenn wir sie in Aggressive Stance lassen, das steht hier auch drin. Da wir aber prinzipiell eh alles mit Click Damage töten, ist mir das völlig egal. Dafür brauchen wir 2500 Dragon Claws, die sollte ich, bevor wir resetten, ja, scheiß drauf, hier gerade nochmal reinzimmern. Sonst können wir das nämlich nicht starten. Alright, dann... Wir können mal continue. Ich wechsle mal. Okay, ich kann auf Melf wechseln. Ich hoffe, das geht im anderen Variant auch. So, dann completen wir die ganze Geschichte mal. Wir starten Tears of Tyr. Ah, Mist, Melf hat gar nicht genug Wisdom. Ja, dann können wir sie doch verwenden. Ich glaube, ich muss niesen. Oh, wir haben keinen Human. Oh, leck mir die Stirn, Alter. Okay, give Speed Potions, please. Oh, wir haben... Super, wir haben halt Sentry und sonst haben wir keine Speedster. Boah, beschissen. Dann gib mir halt irgendwas. Mir völlig egal. Vielleicht nicht unbedingt Okira. Die ist halt slow as fuck. 11 Sekunden Cooldown? Okay, du greifst auf jeden Fall viel zu selten an. Dann Bruno. Ja, mir egal, nimm irgendwas. Okay, immerhin 5 Sekunden Cooldown. Talon. Ah, wobei, nee. Verwechsel ich gerade mit Donna. Donna hat einen relativ kurzen Cooldown. Korth nicht so. Korth ist scheiß langsam. Dann gib mir Talon. Das ist mir egal, das ist okay. Gib mir hier halt Ashara, da treffen wir wenigstens relativ viele Gegner mit. Beziehungsweise sind gegen Armored und Hit-Based-Kram einfach schneller. Boah, weißt du was? Eigentlich bin ich dabei, meinen Strong-Core zu leveln. Aber holy shit, gib mir bitte den Speed-Core hierfür jetzt sofort. Sonst verstehe ich das einfach nicht. First World Problems. Einfach alles zu langsam hier. So, gib mir mal Hitch mit dem extra Dagger. Der müsste dann auch noch mal ein bisschen schneller sein. Ja, und der Rest ist einfach scheißegal. Das ist einfach literally don't care. Warum ist sie eigentlich nicht in der Formation? Ich stell dich da mal hin. Können wir
wir den gerade mal hier rüber packen. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Keine Ahnung. Gut, dann können wir gerade noch mal ein bisschen aufs restliche Event eingehen, nämlich die beiden Champions aus Jahr 2 und 3, die jetzt wieder da sind, nämlich Nova und Korth. Korth haben wir gerade schon gesehen, ist in Slot 2, der gute Herr hier. Und Nova werden einige von euch, die jetzt jüngst mit dem kostenlosen Pack von aus dem Epic Store gestartet sind, die werden Nova schon haben, Nova schon kennen, ist hier gerade geblockt, die ist in Slot 11. Die sind beide nicht unfassbar schlecht, aber ob der Konkurrenz, die sie in ihren Slots haben, auch leider nicht unfassbar gut. Sie sind halt ganz okayisch zu nutzen, wenn man keine großen Alternativen hat. Aber Nova muss halt in Slot 11 gegen Averyn antreten und Averyn ist nach wie vor einer der stärksten Buffer im Spiel. Nova ist ein okayischer Tank, aber kommt in keinster Weise gegen Averyn an. Also in wirklich gar keiner Weise. Ansonsten ist sie in dem Slot, glaube ich, ganz okay. Für Orisha benutzt man eigentlich nur mit Vlania, also eher so gar nicht. Jamila benutzt man auch, wenn man es umgehen kann, eigentlich nicht. Und ansonsten, ja, Strix und Warden sind halt mal so Notnagel, kann man mal machen, wenn man irgendwo besonders pushen will. Und Nova und Dragonbait sind, glaube ich, so ungefähr so als Tank-Supporter irgendwie so auf einem Level. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Schadenswerte sind. Vielleicht ist Dragonbait ein bisschen besser. Vielleicht ist Nova eine Idee besser, aber es, ja, es ist halt so Mittelmaß. Korth ist prinzipiell eine Mischung aus Healing und Support. Das ist jetzt in dem Slot nicht wahnsinnig verwunderlich, weil hier ungefähr alles Healing und Support ist. Er ist aber auch mehr so ein, ja, nimmt man, wenn man nichts anderes hat. Also in dem Slot ist eigentlich alles besser, außer Cradle, weil nichts ist schlechter als Cradle. Aber sowohl Celeste, also Regis, Donar und eigentlich auch Talon sind. Aber bei Talon bin ich mir nicht 100% sicher, den verwende ich zu selten. Aber zumindest die drei sind halt locker besser als Korth. Und Talon würde ich spontan sagen auch. Aber nichtsdestotrotz ist Korth nicht schlecht. Er hat einfach nur extrem starke Konkurrenz in seinem Slot, das muss man fairerweise sagen. Also er ist jetzt nicht unfassbar schäbig, kann man halt machen. Aber ist jetzt nicht so der Go-To-Champion, muss man fairerweise dazu sagen. Also den nimmt man jetzt halt mit, weil das Event da ist. Ja. Ansonsten lass mich mal ganz kurz in den Kalender gucken, wer der Champion ist, der nicht wiedergekommen ist in diesem Event. Das ist Binwin in Slot 3. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon kein Verlust. So gar nicht. Also Binwin ist schon eher so Trash-Tier. Den holt man sich irgendwann mal über ein Timegate, weil man halt alle Champions haben will. Aber ansonsten, da macht man vielleicht nochmal zwei weitere Timegates, um sämtliche Variants mitgenommen zu haben für das Achievement. Aber ansonsten gibt es wenig Gründe, Binwin zu verwenden, es sei denn, man hat super wenig Slots zur Verfügung und Binwin ist der einzige in seinem Slot, den man nehmen kann. Also es ist so, okay, der Slot wäre sonst tot, dann nehme ich halt Binwin. Okay. Aber der ist halt schon Big Oof. Big Oof. Ja. Schluck trinken könnte ich mal. Also letztendlich sind die Champions in, wie heißt der Spaß, Dragon Munch, nee, Monsterbacke, nein, wie heißt es, Dragon Down. In Dragon Down sind eigentlich alle Champions, die man freischalten kann, schon eher so, ja, kann man halt machen. Also das Event hat jetzt keine absoluten Highlights an Champions. Nun, oh Gott, Schluck auf. Sei es drum. Ist aber auch mal okay. Lass mich gerade mal gucken, was im nächsten Event so kommt. Kann eigentlich nur besser werden.
nächste Event definitiv besser. Also leider kriegen wir Deacon nicht nochmal, weil Deacon eigentlich echt ein netter Speedster ist. Aber Walnut kommt wieder. Okay, das ist absoluter Trash. Und Freely kommt wieder im nächsten Event. Und Freely ist echt ein guter Champion. Freely kann man mal haben. Also von daher, nächstes Event auf jeden Fall bessere Ausbeute. Und dann natürlich abzuwarten, was der die neue Champion kann. Nächstes Event kommt. Ist doch bestimmt schon, lass mich mal ganz kurz, ich spoiler jetzt nichts. Lass mich nur mal gucken, ob... Ist doch bestimmt schon im Data Viewer drin, oder? Ah ja. Ja, okay. Ist tatsächlich schon im Data Viewer drin. Gut. Sage ich aber erstmal noch nichts zu. Außer, dass es genau wie Zelise ein Stärke-Champion wird. Also ein Champion mit viel Stärke, was für einige Variants maybe hilfreich wird. Das kann ich schon mal anteasern. Ansonsten keine weiteren Spoiler. Wir müssen hier noch 50 Areas gehen, ne? Bis 125, okay. Ja, ist ja schnell gemacht. Ja, ansonsten ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, die letzte Folge ist relativ lang her, ne? Lass mich mal kurz gucken. Letzte Folge ist locker 10 Tage her oder so. Eine ganze Weile kein Idle Champs gemacht. Tatsächlich erst Folge 103. Verrückt. Tatsächlich relativ lange her. 23. Mai? Nein, das sind zwei. Das sind zweieinhalb Wochen. Ist sie echt zweieinhalb Wochen her? Crazy. Haben wir so lange keine Idle Champs gemacht? Verrückt. Okay. Sad. Sad but true. Aber okay, ja, trotzdem ist in den letzten zweieinhalb Wochen nicht viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir nicht sicher. Mein Filmprojekt hatte ich, glaube ich, vorher schon abgeschlossen, ne? Ja, relativ sicher. Das hatten wir eigentlich. Ansonsten... Für alle, denen ich noch nicht massiv auf die Nase gebunden habe, ich bin mittlerweile gegen Corona geimpft. Lustige Geschichte eigentlich. Ich habe eher zufällig in einer Hausarztpraxis, wo ich gar nicht Patient bin, einen Termin gekriegt. Also ich habe halt einfach ganz unverbindlich mal angefragt, so, hey, wie sieht's aus? Also die haben halt auf ihrer Homepage stehen gehabt, so hey, wenn sie einen Termin für Corona-Impfung haben wollen, schreiben sie uns gerne eine Mail über das Kontaktformular, wir melden uns bei ihnen. Hab gedacht, so okay, verlierst du halt nichts bei. Hab die halt mal angeschrieben, irgendwann Anfang Mai schon. Und die haben dann gesagt, so ey, yo, sie können Anfang Juni zum Termin kommen. Ich so, okay, nice. Mit AstraZeneca. Und das war dann vor Ort tatsächlich sehr lustig. Also es war super viel los, weil die offensichtlich einiges an Impfdosen bereitstehen hatten. Also waren halt, keine Ahnung, also außer mir locker 15 weitere Leute. Also gleichzeitig jeweils. Halt, also dann tatsächlich auch draußen vor der Praxis gewartet, um halt Abstand einhalten zu können. Das war schon crazy. Aber es ging alles trotzdem relativ zügig. Also ich habe ungefähr so eine halbe Stunde gewartet. Das war alles total im Rahmen. Dann war ich halt drin, nochmal kurz Gespräch wegen Nebenwirkungen und hier und da und halt Anamnese und so. Und dann hatte ich den Ärmel quasi schon hochgekrempelt zum Impfen. Und dann sagte die Ärztin, ah so, übrigens, wenn Sie möchten, statt AstraZeneca haben wir auch Johnson & Johnson. Und ich so, cool, wäre halt nett gewesen, das jetzt vorher zu wissen und das jetzt nicht innerhalb von 5 Sekunden entscheiden zu müssen. Aber okay, es ist halt beides Vektorimpfstoff. Also die Wirkungsweise ist gleich, die Nebenwirkungen sind gleich. AstraZeneca hat halt eine minimal höhere Wirkung, also ist halt eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sich nicht identifiziert. Nein, das Wort, was ich suchte, ist infiziert. Das bei AstraZeneca, soweit ich weiß, halt ein bisschen besser. Dafür brauchst du mit Johnson & Johnson halt nur eine Impfung, statt wie bei allen anderen Impfstoffen 2. Und da habe ich gesagt, okay, fuck it, geben Sie mir das gute Zeug, Lady. Und habe dann Johnson & Johnson genommen. Das heißt, ich bin
in einer Woche, wenn meine Immunisierung dann tatsächlich durch ist, einfach good to go und kann mit meinem Impfpass endlich wieder am sozialen Leben teilnehmen. Nicht, also nicht, dass ich was vorhätte, aber ich freue mich einfach, die Möglichkeit zu haben. Gute Sache. Von daher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Nebenwirkungen, die ich gehabt habe, bin ich echt ganz froh, dass ich nur eine Impfung bekommen habe und nicht noch eine zweite brauche. Weil ich war halt echt einen Tag lang so richtig im Arsch. Also ich habe so gegen 15 Uhr meine Impfung gekriegt und so knapp 8 Stunden später, so 7, halt 8 Stunden später, fing das mit den Nebenwirkungen an. Das war so, okay, Kopfschmerzen, dann wirklich so 5 Minuten nach den Kopfschmerzen quasi so, Schnipp, jetzt geht der Schüttelfrost los. Da habe ich gedacht, okay, bevor das jetzt richtig eskaliert, geh mal pennen, du bist eh schon halbwegs müde. Ja, war halt nichts mit pennen. Also ich bin so gegen 23 Uhr schlafen gegangen oder habe es versucht. Tatsächlich geschlafen habe ich, glaube ich, so von 0.30 Uhr bis 2 Uhr. Also nicht so richtig lange. Dann war ich halt ewig lang wieder wach. Muss echt ordentlich hoch Fieber gehabt haben. Also ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht gemessen, aber ich war halt richtig vercheckt, hatte halt richtig Gleichgewichtsprobleme. Also ich konnte halt nicht den Raum wechseln, ohne zwischendurch mal anzuhalten und mich irgendwo festzuhalten. Das war halt hart. Und ich war halt super verballert, also so richtig. Das hatte ich halt echt Ewigkeiten nicht mehr. Und ja, ich habe dann nochmal so von 6 bis 7 Uhr geschlafen morgens. Das war halt auch nicht so richtig viel. Aber ja, und dann war ich halt den ganzen Tag super verballert. Ich habe halt abends dann tatsächlich mal Fieber gemessen, als ich das Gefühl hatte, oh ja, eigentlich geht es mir schon wieder ganz gut. Irgendwie zumindest Schüttelfrost ist weg und ich denke, ich komme klar. Da hatte ich noch knapp 39 Fieber. Also so 38,7, 38,8. Das heißt, in der Nacht, wo ich halt so richtig am Rad gedreht habe, werde ich halt wahrscheinlich so knapp 40 Fieber gehabt haben. Da war ich auf jeden Fall nicht glücklich, so gar nicht glücklich, ganz ehrlich sagen. Und ja, dann habe ich in der darauffolgenden Nacht einfach mal so 11 Stunden lang durchgepennt und danach war okay. Also danach war noch nicht wieder alles super. Aber danach war ich zumindest an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich komme halt einigermaßen klar. Ich habe noch Kopfschmerzen, ich bin noch ein bisschen verstrahlt, aber kein Vergleich zum Tag davor. Also das war schon sehr in Ordnung. Ah, Mist, das war eine Potion zu viel. Na egal. Also das war dann halt echt ganz okay. Aber der eine Tag hat halt echt gereicht. Also der hat keinen Spaß gemacht. So gar nicht. So kacke habe ich mich auch echt lange nicht gefühlt. Also ich habe lange kein so hohes Fieber mehr gehabt, glaube ich. Also ich habe halt hier und da mal eine leichte Erkältung gehabt, irgendwie in den letzten 5, 6 Jahren. Halt auch mal was, wo ich halt einfach von den Nebenhöhlen und von der Nase her einfach komplett zugeschleimt war und dann gesagt habe, Entschuldigung, ich kann nicht atmen. Nicht gerade ausdenken, ich lasse mich mal einen Tag krank schreiben, aber halt dann so für einen Tag oder so. Und halt auch dann weitestgehend ohne Fieber. Aber das war halt schon so ein Punkt, wo ich dachte so, okay. Muss ich nicht nochmal haben. Wobei tendenziell ja die Nebenwirkungen beim zweiten Impfen, würde ich vermuten, schwächer sind. Also sicher sagen kann ich das auch nicht. Ich haue jetzt einfach mal irgendwelche Champions rein. Ist auch gerade völlig egal. Wird schon passen. Wir müssen ja nur bis 75 gehen. Das sollte ja einigermaßen zügig klappen. Ja, das war meine Corona-Impfgeschichte. Mal gucken. Also irgendwann wird halt wieder Auffrischung dran sein. Das wird ja aber vermutlich bei allen Impfstoffen der Fall sein. Von daher mal gucken. Ich bin am Überlegen, ob ich dann eher einen mRNA-Impfstoff haben möchte, statt einem Vektorimpfstoff. Einfach, weil das ja hauptsächlich Nebenwirkungen um die Einstichstelle drumherum macht. Oder beziehungsweise da eher so die Probleme verursacht und der Rest der Nebenwirkungen nicht so dramatisch sein soll. Ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Abgesehen davon hat man bei den mRNA-Impfstoffen da kein Risiko auf Sinusvenenthrombose. Zumindest keins, was mir bislang bekannt wäre.
Das ist irgendwie klar, das Risiko ist extrem gering. Ich glaube so 1 zu 50.000 bei Menschen unter 60. Also schon extrem gering. Irgendwie so um den Dreh. Das sind übrigens Daten, die ziehe ich mir gerade nicht aus dem Hut. Den Wert habe ich irgendwo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufgeschnappt. Macht da draus, was ihr wollt. Ja. Mal gucken, aber ich denke mal, bis zur Wiederauffrischung wird es halt eben mindestens noch ein halbes Jahr dauern. Von daher mal gucken und dann muss erstmal geschaut werden, was ist an Impfstoffen verfügbar. Mal schauen. Ja. Ja, nice, aber dann können wir gleich auf jeden Fall nochmal ordentlich Goldkisten. Wir können auf jeden Fall meine beiden Nova und Korf Gold Chests mal aufmachen. Ich hatte nämlich bei beiden noch jeweils einen Variant offen. Ja, so ein Witz, oder? Gut, ich habe offiziell gewonnen, zumindest was Korf angeht. Ja, nice. Zwei Epics aus zwei Goldkisten, die ist ein bisschen unverschämt. Gute Sache. Der hat auch sonst keine Lücken, von daher muss ich beim Rest gar nicht nachgucken. So, wie sieht es bei Nova aus? Okay, Nova kriegt nichts, das ist okay. Fairer Deal, die hat aber auch sonst keine Lücken, das heißt, bei ihr verbessert sich tatsächlich nichts. Bei Celeste kriegen wir mindestens ein episches Item. Gucken wir mal, wie viel gleich tatsächlich rumkommt. Ich bin total bei den Stats abgebrochen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ich habe irgendwie das eine hier fertig gemacht, aber dann habe ich bei den Feeds gar nicht weitergemacht. Feeds sind tatsächlich 165 fehlende jetzt. Ja, es sind eben noch drei für Gems, die bei Celeste jetzt mit bei sind. Außerdem sind bei Weekend Buffs hier und da welche dazugekommen. Aber es sind tatsächlich weniger Gems, die ich ausgeben muss insgesamt. Es sind nämlich nur noch 3.150.000. Way! Core-Level passen soweit auch. Erster Core ist 15, zweiter Core, den ich eigentlich gerade leveln will, nur es ist mir gerade zu langsam, ist auf 12. Der könnte aber, der sollte morgen, der ist es, der sollte, ja, mit Glück sogar noch heute, aber eher morgen auf 13 gehen. Da ist auch soweit eigentlich schon alles vorbereitet, also ich kann dann, wenn 13 kommt, hier direkt splitten, also hier splitten und hier rangehen. Dann geht hier oben direkt der ganze Kram mit ans Netz und hier kann ich dann noch eine kleine Kurve hinpacken und das sollte eigentlich vom Flow-Level her noch nicht ganz reichen. Also die Note werde ich wahrscheinlich nicht auf Epic kriegen, nee, ziemlich sicher nicht. Das hier oben vermutlich alles schon, weil hier halt zweimal 100% dazukommen. Ist mir aber auch relativ egal, weil letztendlich ist da schon alles vorbereitet, dass ab Level 15 halt hier einfach die Pipe hoch kann, hier reingeht und dann auch einfach letztlich der Flow, der hier rausgeht, nochmal massiv verstärkt wird, sobald hier der Input reinkommt. Dann springt das ja von 20 auf 200%, glaube ich. Und dann sind wir, was Flow-Level angeht, mehr als good to go. Und dann ist der Rest eigentlich auch alles easy. Also das ist jetzt wirklich nur noch so, ich benutze den Core quasi auch nicht. Ich will ihn jetzt nur einmal auf 15 gelevelt haben. Und ja. Wenn mir das Event nicht gerade zu langsam ist, ist das das, was ich im Moment so hauptsächlich mache. Gems farmen und den Core auf 15 bringen. Den Strong Core, den zweiten halt. Nun ja, das ist so das, was gerade abgeht. Dann müssen wir mit den restlichen Stats eigentlich auch... Achso, die Item-Stats kann ich dann natürlich auch nochmal anpassen. Die werden nicht ganz passen, weil Celeste noch nicht aktuell ist, aber 38 Ankommens ist okay. Es fehlen 38 Commons, meine ich. Es fehlen tatsächlich nur noch 9 Ankommens. Es fehlt jetzt wieder ein Rare mehr. Es sind 11 Rares, die fehlen. Und 254 Epics. Da geht aber definitiv gleich noch ein bisschen was. Und tatsächlich sind es aber insgesamt nur noch 312 Items, die fehlen. Ja gut, dann mal gucken. Hoffentlich können wir bei Celeste dann ohne Lücken die beiden fehlenden Rares noch mit abhaken und mit ein bisschen Glück das Ankommen auch.
Bei 10 Kisten ist es nicht super unwahrscheinlich, aber auch nicht garantiert. Gucken wir mal. Habe aber eigentlich keinen Bock, noch mehr Freeplays für sie zu machen, wenn ich ehrlich bin. Hoffe einfach, wir kriegen keine Lücken. Dann würde ich nämlich, glaube ich, eher für Nova noch ein bisschen was machen. Weil Nova hat im Moment erst ein Epic. Und sowohl bei Nova als auch bei Korth fehlen halt im Moment keine Sachen in der Collection. Aber dann könnte ich bei ihr zumindest noch so ein, zwei Epics ziehen. Das finde ich ganz okay. Dass wir da eine Idee weiterkommen. Das wäre schon okay. So, complete that shit, please. So, damit haben wir jetzt erstmal ein Achievement mehr. Zack. 4, 6. So, ja, mach das weg. Skip das. Und dann gehen wir wieder in den Gem Farm Mode rüber. Here we go. Mad Wizard. So, dann. Ja, hold up. Hätte ich. Nee. Nein, hätte ich hier ganz gern den Chor. Jawohl, du gehst hier hin. Geht die Automation an. Das Ding nicht. Dann switchen wir einmal kurz hier rüber. Nur um sicher zu gehen, dass hier nicht alles stecken geblieben ist, weil ziemlich sicher habe ich hier jetzt die Familias verloren. Nee, hier sind die Familias am Start, aber ich habe. Ah ne, das passt glaube ich alles, oder? 17 ist total okay, das sind einfach die Familias aus der aktiven Party. Na okay, manchmal fliegen beim Chorwechsel die Familias raus. Da wollte ich nur kurz sicher gehen. So, dann. Ja, und dann laden wir bitte gerade Gem 3. Und dann musst du auf jeden Fall noch wieder hier rüber und dann ist eigentlich alles hübsch. So, 10 Kisten für Selise. Das sind 3 Epics, das ist nice. Das ist deutlich mehr als erhofft. Nehme ich. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich aber das fehlende Ankommen nicht bekommen. Wir haben auf jeden Fall die beiden Rares bekommen. Und das fehlende Ankommen auch. Ja, nice. Damit ist die Collection jetzt tatsächlich lückenlos. Ja, tutti. Ein Traum. So. Das lief richtig gut. Finde ich nice. Dann passen wir jetzt noch ein letztes Mal die Stats an. Dann sind es tatsächlich auch nur noch. Da hatte ich eins vergessen. Nee, hatte ich nicht. Das sind jetzt 8 Ankommens. 9 Rares, das wird langsam. Und 251 Epics und insgesamt dann zwangsläufig nur noch 306 Items. Nice, das lief richtig gut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch bei einer Stunde Aufnahme. Ich mache mal Feierabend. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Also am Wochenende garantiert Livestream, vermutlich nicht mit Idle Champs, aber mit einer Menge anderem Kram. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und tschüss.